Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind auf der 3-Stern-Hof unterwegs in unserem, in der Plus-Variante, muss man ja so sagen. Und wir sind bereits in Folge 39. Wir sehen hier gerade die letzten Züge vom Ford und werden mit dem jetzt auch dann, wenn er diese angestückelte Bahn da zu Ende bringt, na, jetzt sagt er schon, ich will nicht mehr. Das ist okay. Dann wollen wir aber, dann machen wir einmal den Streifen hier zu Ende. Und dann machen wir vorne nochmal die Ecke mit ihm hier. Und dann gucken wir mal, wo wir da als nächstes hingehen, weil dann müssen wir den Drescher umsetzen als nächstes. Er hat hier so wieder ein bisschen Käffchenpause sozusagen. So, einmal hoch damit. Wunderbar. Dann können wir hier hinbrettern und die kleine Ecke noch eben machen. Ja, da hinten haben wir jetzt ein paar mehr Ecken drin, aber dafür haben wir halt einfach zu schnell gearbeitet. Ja. Das da hinten lassen wir stehen. Aber wieder, das sollte die gleiche Frucht sein, müssen wir beim nächsten Mal halt mit bedenken, dass wir die Ecken dann auch wegnehmen. So, ja, ich fahre jetzt ihn hier ein bisschen zur Seite. Einfach so zur Seite fahren, ist dahin zu fahren, wo er schon gewesen ist. So, dann gucken wir mal. Felder, wie sieht's denn aus? Also, wir haben die 9, 10, 11 und 21 haben wir jetzt gemacht. Wir haben noch, also die haben wir gemacht, da sind wir in den letzten Zügen. Im Groben fehlt jetzt noch die 13 und die 11, aber die 13 ist irgendwie noch nicht so weit. Hm. Okay. Ja, wir gucken einfach mal, auch wenn die 13 jetzt noch nicht so weit ist. Wir müssen ja hin, ne? So simpel ist es ja. Ich weiß gar nicht, was der einfachste Weg wäre. Ich muss einfach nur eine geradeaus hier fahren. Ich schätze mal, dass ich jetzt natürlich einen langen Weg habe. Ja, den über den Hof werden wir mit ihm wohl nicht nehmen, weil, also direkt hier am zweiten Hof vorbei, den werden wir mit ihm nicht nehmen können, weil, den Forsthügel, der wird vielleicht ein bisschen haarig. Ne? Die Herausforderung müsste ich ja nicht eingehen. Aber ein bisschen weiter geht es ja nochmal links rein, dann sind wir im Prinzip nach einer kleinen Rechtsbiegung dann auch schon auf dem richtigen Pfad. Das ist aber auch. Wir fahren jetzt mal hier eine schöne Sightseeing-Tour. Wie diese Produktion ist wahrscheinlich aus, schätze ich mal. Oder sehe ich jetzt, da ist von hier direkt keine Lampe. Ja, dann ist die Frage, warum das Feld 13 noch nicht so weit ist. Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal ein paar Minuten vorspulen. Halbe Stunde oder sowas, weil vielleicht springt dann der Rest des Feldes um. Da gab es eine Lohnzahlung, das ist nicht ganz so graviert. Das ist jetzt ja von allen gewesen. Der eine, der jetzt noch läuft beim Vorspulen, der wird nicht so wild gewesen sein. So, ich guck mal kurz. Die 13 ist immer noch nicht umgesprungen. Ich weiß auch nicht, warum die so Streifen da hat. Und die 12 ist auch noch nicht umgesprungen. Hm, naja. Gut. Ja, mit etwas weiteren Vorspulen werde ich jetzt im Warten bis bis die Seemaschine den Part auch zu Ende gebracht hat. Die wird gleich auf einmal stoppen und wird sagen, ich bin fertig, dann ist es dann. Ja, wenn man vom Teufel spricht, ne? Da haben wir den Spaß schon. Ich bin fertig. Nein, das ist gelogen. Du bist gar nicht fertig. Nerven vielleicht, sonst auch nicht. So, ein bisschen dichter ran. Ich werde jetzt mal das Ganze senken. Und hier auch mal die kleine Ecke gleich mitmachen. So. Dann fahren wir ihn hier ran. So. Und machen den Helfer an und hoffen, dass das funktioniert. Nee, das will er nicht. Dann machen wir das für Helfer wieder aus. Nee. Nein, wir wollen auch die Klappe nicht aufmachen. So. Und jetzt machen wir den Helfer. Ja, also. Geht doch. Werde ich aber jetzt schon wieder erfolgreich beendet. Wer war denn noch am Arbeiten? Ah, ne, das war das Schild wahrscheinlich von vorhin noch.
Puh, wo schon nervös hier. Was hier los, ey? So, hier haben wir eine Runde Raps drin. Den würde ich jetzt gerne lobseln wegfahren, wenn irgendwie meine Füße kommen will. Ach, jetzt kommt er nicht wieder. Ja. Bevor ich jetzt ihn auf der Straße stehen lassen. Oh ne, Moment, ich habe ihn auf der Straße stehen gelassen. Dachte ich mir, wenn die Biodieselproduktion, also von Weitem sah es jetzt aus, als wenn sie nicht an wäre. Bin ich genau sicher, ob es an ist oder nicht. Deswegen würde ich sagen, fahren wir da mal eine Runde hin und kippen das Zeug hier rein. Wir wissen auf jeden Fall, dass das Zeug, dass es wieder läuft. Ne? Einfach so tot. So. Da sind wir wieder. Und einmal raus mit dem Zeug. Ja, auch hier können wir natürlich noch in die Korrektur fahren. Er hat den schmalen Schlussstreifen hier übergelassen. Den haben wir robotechnisch auch noch mal extra gefahren. Kleine Ecke können wir hier auch. So, einmal senken, einmal an, bitte. Ja. Und dann können wir hier auch noch mal schöne Runde über hinbügeln. So einfach ist das. Ja, warum wurde das auch aber schneller, als nicht mehr gemacht? Kann ich mal sagen. So, noch mal runter. Anschauen. Los. Das ist anscheinend so eine Rückbildecke hier oder sowas. Naja, wie gesagt, den halben Millimeter soll es jetzt aber auch nicht mehr ankommen. Ja, er kann auch hier gleich rausfahren. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt in irgendeiner Form zur 13. Und zwar mit der Maschine hier als erstes. Jetzt sind ja alle Helfer aus, das heißt, ich spule noch mal vor. Aber wie gesagt, irgendwann muss das Ding mal in die Füße kommen. Ich werde es hier noch mal bei 14 Uhr dann noch mal gucken. Dann was passiert, ich hoffe. Die Lohnkosten von den Helfer und den Rest, aber da stand ja eh schon. So, hier sind wir richtig. Wir gucken nochmal. Die 13 ist immer noch gestreift. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Die hätte eigentlich schon durch sein müssen. Also, ich werde jetzt mal bis mutig bis 15 Uhr vorspulen. Und wenn sich bis 15 Uhr da nichts getan hat, dann werden wir erstmal eine Runde den Graspark machen. Und dann schauen wir mal weiter, was hier ist. Das wird aber nicht sein. Die anderen Felder wollen ja auch. Warum wird das denn nicht? Oh, stopp, hier ist gerade was umgesprungen. Vielleicht ist das bei unseren Feldern drauf. Gucken. Ja, es ist umgesprungen. Wunderbar, so muss das sein. Zeit hält. Und dass wir gerade hier vorbeigefahren. So. Ja, links sitzt jetzt im Hof, da wollen wir gleich hin, fahren nach rechts. Und dann dürften wir eigentlich Richtung unser Feld kommen. Dann schmeißen wir ihn an. Dann fahren wir seinen Abtankwagen hinterher. Und dann fahren wir den Gruber hinterher und dann fahren wir die Seemaschine hinterher. Das ist im Prinzip. Die Karawane muss weitergehen. Also, weiterziehen, das ist glaube ich eher. So, hier ist die kleine 13. Die Frage, wie man es jetzt am sinnvollsten löst. Hier geht es ziemlich derbe den Hang runter. Ich glaube, wir fangen es so an.
Es waren noch die gleichen Streifen vom letzten Mal. Ja. So, mal gucken, ob das so nimmt und so merkt, was man sagt. Das ist das. Dass die Produktion schon läuft. Das wird er hier als nächstes dann weiterlaufen lassen. So, das nächste Objekt, was wir brauchen, ist er hier. Er ist schon hier hinten hingefahren, da fahren wir den gleichen Weg rum. Ich glaube, das andere ist, glaube ich, kürzer, wenn wir andersrum fahren. Das werden wir gleich mal mit dem Roboter so testen. Die können wir nämlich. Obwohl, mit dem Grubber könnten wir genauso gut auf den Forstflügel fahren. Deswegen. Aber wir gucken einfach mal. Entschuldigung, gucken einfach mal, wie das macht. Er sollte hier den Forstflügel eigentlich gar nicht kriegen. Da ja keine Ladung dabei hat, ist das nämlich kein Ding da. So, ja, dann mal hoch hier. So, das finde ich noch einigermaßen gut. Jetzt wird es auch nur noch schön kurvig bergab sozusagen. Scharfe Kurve nehmen. So, schon sind wir auf der gleichen Strecke. Von da sind wir gerade mit dem Drescher gekommen, würde ich sagen. Hier jetzt rechts ab, dann sind wir auch gleich schon mal fertig. So, ja, ich lasse ihn jetzt mal hier vorne stehen, das ergibt nicht keinem den Weg. So, ja, da kommt schon der Freundliche angefahren. Ja, mit ihm werden wir jetzt auch einmal über den Forsthügel fahren. Ja, und dann hatte ich ja gesagt, wollten wir irgendwann auch gerne mal in die Ballentechnik einschlagen, aber da müssen wir mal gucken, welchen wir da nehmen. Ich glaube, Ursus oder so, das war schöne Sache noch dabei. Aber dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal als nächstes dann Geld machen damit. Wir haben, glaube ich, einigermaßen gut Gras an Bord. Deswegen ist die Überlegung natürlich, ob man jetzt nicht einfach eine Silage macht, um die Silage zu verkaufen. Das wäre eine Variante. Da könnte man halt relativ schnell relativ viel Geld mitmachen. Gras verkaufen bringt irgendwie so nichts. Ja, mit ihm hier brauchen wir uns auch nicht so beeilen, weil er muss eh den Drescher erst vorspringen lassen. Das heißt, das nächste, was wir machen müssen, ist die nächste Rasenfläche mähen. So, das ist dieses. Dann, ja, er dreht wieder munter seine Runden. Jetzt werden wir mit ihm hier mal hier die Fußgänger über den Haufen fahren. Ne, wollte ich eigentlich nicht, aber sie bieten sich hier so an, sozusagen. Und wir werden jetzt den Weg hier zurückfahren, der erinnert sich auch dazu. Fahren wir auch seltener. Sorry wegen den Fröschen, also momentan ist es echt schlimm. Fahren wir hier gemütlich in der Runde. So. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal gut aus. Dann werde ich mit ihm nämlich gleich eine zweite Tour machen. Weil er logischerweise jetzt bei der Aktion als nächstes, als letztes benutzt wird. Werde ich ihm jetzt nämlich jetzt bei dem anderen Feld die Streubinger-Aktion drauf. Mal gucken, welches Feld wir überhaupt noch alles bringen müssen oder nicht. Das habe ich nämlich gerne. Deswegen wird er jetzt natürlich die Seemaschine einmal oben abgeben. Und dann gucken wir mal, wie das beste Streubinger sind. Vielleicht fahren wir die Streudinger-Geschichte auch selber. Mal gucken.
So, damit sie die verschieben mit dem Weg ist, werde ich die Maschine mal hier abstellen. So, jetzt gucken wir nochmal. Also die 13 und die 12 müssen wir noch, das wissen wir. Und die 21 oben muss auf jeden Fall noch gedüngt werden. Gut. Dann fahre ich jetzt hier mit zum Hof zurück. Hol den Streudünger und dann lassen wir ihn über die 21 dann fahren. So, was sieht das da an? Da sind wir schon. Da steht auch so der Streudünger. So. Kurz mal weg zum Einhaken hier. Warum nimmt er den Streudünger nicht? Hilfe, Hilfe, nimm mal Streudünger nicht. Naja, gucken wir, warum er ihn nicht nimmt. Ah, ich habe ihn schräg abgestellt. Das wird sein, ich bin nur runtergefahren. Okay, ja, aber dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Daumen nach oben, Abo wäre natürlich klasse und auch ein Share. Und wie gesagt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Bedanke mich bei allen, die mich mal schon unterstützen. Und dann bis nächste Mal.